Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiele und Zwergenfreunde, zum Pillars of Eternity, unserer zweiten Season. Ja, in der letzten Folge sind wir, oder in der letzten Aufnahmesession, sind wir in Trutzbrot angekommen. Und ja, können uns hier erstmal umsehen. Mal gucken, was haben wir denn so gerade an Quests? Ja, ich soll nach Urfeuer gehen, um dort den Tempel von Vodika zu finden. Die lange Jagd war Sagani. Ja. Außer dem Fürst eines Ödlands haben wir hier nur Companion Quests, sage ich jetzt einfach mal. Mir fällt gerade nicht der deutsche Begriff ein. Oh, gucken wir mal, was Canera zu sagen hat. Eine Frau sitzt allein an einem Tisch. Oder Kenra, nicht Canera. Eine Frau sitzt allein an einem Tisch, auf dem sie etwas kreiseln lässt, das sie mit wütenden Augen fixiert. Es ist etwas so groß wie eine Münze. Als es über eine Kerbe im Holz wackelt, ertönt ein metallisches Klimpern. Sie packt den Gegenstand mit einer Hand und schlägt mit der anderen einen halbleeren Kelch auf den Tisch. Lass mich in Ruhe. Was machst du hier? Du siehst aus, als könntest du noch etwas zu trinken gebrauchen. Ich gehe hin, sie nimmt einen langen Schluck aus dem Kelch. Ich versuche nur, mich zu beruhigen. Und mir auszureden, etwas Dummes zu tun. Etwas Dummes? Sie sagt eine Weile nach nichts, als würde sie hoffen, dass du gehst. Schließlich blickt Kenra zu dir auf und das Licht der Lampe fällt auf ihr Gesicht. Auf ihrer Wange prangt ein violett anlaufender Bluterguss. Ich muss meinem Verlobten Purnisk etwas geben, nur scheint er irgendwo ohne seine neuen Freunde hinzugehen. Und sie sind keine sonderlich angenehme Gesellschaft. Wertig geschlagen. Sie schüttelt den Kopf. Ich weiß, wie es aussieht, aber du verstehst das nicht. Es sieht Purnisk nicht ähnlich. Es sind diese neuen Freunde, die sind ein schlechter Einfluss. Erzähl mir von diesen neuen Freunden. Sie kommen in unser Haus mit ihren toten Augen und ihren schwarzen Zähnen. Ich bin nicht dumm, ich weiß, was das heißt. Bonis schickt mich weg, wenn sie kommen, aber es ist doch offensichtlich, was sie dort tun. Als sie das letzte Mal kamen, habe ich ihnen gesagt, sie sollen verschwinden. Sollen sie ihren Spaß irgendwo im Geschenk haben, aber nicht unter meinem Dach. Sie runzelt zornig die Stirn und zuckt dann zusammen und tastet mit den Fingerspitzen vorsichtig die Schwellung ab. Svef verändert einen. Der Purnis, den ich kannte, hätte nicht einmal eine Spinne zerquetscht. Ich hätte nie gedacht, dass er, sie verstummt, immer noch ihr geschwollen, verfärbtes Gesicht berührend. Vielleicht könnte ich mit ihm sprechen, aber Svef macht die Leute ruhig und teilnahmslos. Er sollte sie nicht gewalttätig machen. Ich dachte, wer Svef nimmt, liegt nur herum und tut nichts. Was ist Svef? Warst du schon bei den Schmelztiegelrittern? Nehmen wir mal die zwei. Kenra zog mit den Schultern. Ich weiß es nicht. Es schien mir besser, als zu glauben, dass er schon immer so war. Vielleicht könnte ich mit ihm sprechen. Ihre Hand ruht auf dem Tisch und sie ballt sie so fest zu einer Faust, dass die Knöchel weiß hervorstehen. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Es ist vorbei. Ich will ihm nur das hier zurückgeben und einen Schlussstrich ziehen. Sie öffnet die Hand und ein Ring fällt klimpernd auf den Tisch. Er gehörte seiner Großmutter. Selbst nach allem, was geschehen ist, konnte ich ihn nicht verkaufen. Aber ich weiß, was passiert, wenn ich selbst gehe. Ich verliere die Beherrschung und hole mir wahrscheinlich noch so etwas. Sie deutet auf ihr Pfeilchen. Aber ich habe gehört, dass du vertrauenswürdig bist. Wenn du ihm das hier gibst, weiß er, dass es aus ist. Ich bin vertrauenswürdig? Okay. Dann bringe ich diesen Ring zu Purnisk. Sie blickt dich an und nickt. Das Haus liegt ein kleines Stück nördlich von hier, aber bitte tu ihm nicht weh. So zornig ich auch bin, ich will mein Gewissen nicht damit belasten. Okay. Sein altes Ich. In einem Haus im Kupferweg ist etwas Ungewöhnliches geschehen. Ein Mann namens Purnis verhält sich seltsam. Kenra hat mich gebeten, Purnis den Verlobungsring zurückzubringen, den er ihr geschenkt hatte. Sie sagte, dass Purnis Haus neben dem Marktplatz im Kupferweg liege.
Ja, und hauptsächlich wollen wir uns jetzt erstmal im Kupferweg umgucken. Also die gilt oben die Entdeckerhalle und die Halle der Gelehrten. Okay, hier ist eine Gruppe. Dedon ist beschäftigt, einen Sporn von einer kleinen runden Patronenkugel zu feilen. I'm here. Oh, Idee hat was zu The sagen. dozens. Pretty sure you won't find one among them who stood within 100 miles of that bridge when the Godhammer went off. Too bad, too. Soon there'd be less of them. Die Dutzenden. Er schüttelt bitter, lächelt den Kopf. Bin mir ziemlich sicher, dass du innerhalb derer, die in einem Radius von 100 Meilen um die Brücke herumstanden, als der Götterhammer losging, keinen einzigen von ihnen finden wirst. Das ist auch ja mal schade, denn dann gäbe es weniger von ihnen. Der Götterhammer? So nannten sie die Bombe, die Weitwind in die Luft sprengte. Viel mehr als das weiß ich nicht darüber. Wenn du etwas einen Gott tötest, dann muss es ihm wohl einen Na da muss man ihm wohl einen Namen geben. Warum nennen sie sich die Dutzenden? Es waren 12 Dürrwälder, die außerhalb der Zitadelle von Halgord darauf warteten, dass Weitwind die dortige Brücke überquert. Sie mussten ihn dort lange genug bis zur Detonation des Götterhammers aufhalten, also taten sie genau das. Was hast du gegen die Dutzenden? Ach, nichts Schlimmes, nichts, das ich nicht auch gegen viele andere Leute hätte. Die Dutzenden nehmen die Dinge gerne in eigene Hände. Manchmal wird es dann ziemlich hässlich. Hier in Golta gibt es keine, aber sie würden sich hier sehr zu Hause fühlen. Sie wählten diesen Namen aus, damit sie sich ungeachtet ihrer Taten immer im Recht fühlen konnten. Mit Ehre oder Aufopferung hat das nichts zu tun. Wenn sie sich besonders rechtschaffen fühlen wollen, berufen sie sich auch gerne auf Magran. Irgendwie glaube ich nicht, dass dieser Haufen sie sonderlich beeindrucken würde. Ich bin sicher, dass sie gerne jedes Mal, wenn sie ihren Namen verwenden, in Bann stecken würde. Aber gegen sowas haben die Götter wahrscheinlich Regeln. Leute verstecken sich gerne hinter Symbolen, damit man sie nicht in Frage stellen kann. Es muss genügend andere Gruppen geben, die bessere Abbilder ihrer Vorbilder abgeben. Oh, wie schade, so etwas würde ich mir gerne mal ansehen. Sicherlich hat Magran würdigere Anhänger. Nehmen wir mal die zwei. Bestimmt, aber jetzt aus dem Stegreif fallen mir keine ein. Obwohl, das sollte ich wohl nicht sagen. Es gibt eine Gruppe Eotasianer, die sich der Nachtmarkt nennt. Sie werden ihrem Gott immer noch gerecht. Während der Säuberung brachten sie viele Leute in Sicherheit. Man kann sie aber recht leicht vergessen, da sie im Geheimen arbeiten müssen. Auch dafür kann man Leuten wie den Dutzenden danken. Lass uns fortfahren. Gute Idee. Yes. Also, redet einer von denen? Ein stämmiger Mauner hebt die Hand zum Gruße. Eva nickt ihr zu einem Humpen in der Hand oder einen Streitkolben über die Schulter gelegt. Die Ornianerin nickt ihr zu, einen Kelch Wein in der Hand und ein Zepter auf dem Schoß. Greetings. Ah, der da. Ein Ornianer entspannt sich die Füße auf den Tisch gelegt. Unter einer vollen Mähne blaugrüner Haare ist an einigen Stellen seine dunkle Haut. Nochmal. Unter einer vollen Mähne blaugrüner Haare ist an einigen Stellen seine dunkelbraune Haut zu sein. Irgendwie Übersetzungsfehler mal wieder hier drin, der übersehen wurde. Eine Orleanerin ist bei ihm. Sie unterhalten sich lachend mit dem Trio an einem Nebentisch und er spielt mit einem Dolch. Seine braunen Augen beobachten dich. Du siehst aus, als hättest du schon die eine oder andere Nacht im Dürrwald durchgestanden. Willst du mit uns etwas trinken? Wer seid ihr alle? Man nennt mich Zweifachwechsel. Die Dame neben mir heißt Schlüssel. Wir haben uns mit einigen Expeditionen amüsiert, aber jetzt wollen wir ein wenig abspannen. Jedenfalls ein paar Wochen lang. Der Mann am Nebentisch nickt dir zu. Ich bin Dral Schusteddon, das sind Hurdi und Ilfa. Wir waren Teil verschiedener Expeditionstrupps, aber wir haben beide Verluste erlitten und entschieden, uns zusammenzutun. Er zählt an seinen Fingern ab. Bestien, Barbaren, Bierwechsel sind gefährliche Zeiten für Abenteurer, aber auch lohnende. Am Nebentisch hebt Dedon sein Glas auf viele weitere lohnende Reisen. Willst du sonst noch was? Nein. I'm here.
Mit dem wollen wir erstmal nichts zu tun haben. I suppose it can't be helped. Dietrich in einer verschlossenen Truhe und Obst. Auch wenn ich eigentlich nicht stehlen sollte. Also ich stehle nicht wirklich, weil das Schloss war weiß, es war nicht rot. Und hier sind verdammt viele gelbe Leute. Wenn ich die alle vorlesen würde, ja, das würde Zeit brauchen. Die nach mehr duftenden Seiten dieser Bücher sind spröde und vom Salz der Brise. Die unfassbar bedauerliche Geschichte von Favia und Bernard, eine valianische Tragödie. Mhm. Gut, okay. Oh, selbst Sagani hat jetzt noch was zu sagen. Sagani schießt zu dir auf mit ihrem Fuchs an ihrer Seite und setzt sich neben dich. Even if you are putting one over on me, it's nice to have a hunting party again. Selbst wenn du mir was vormachen solltest, ist es schön, wieder in einer Jagdgemeinschaft zu sein. Du suchst schon seit 5 Jahren nach Persok. Klingt so, als wärst du schon lange Zeit von zu Hause weg. Da du so weit gereist bist, muss es dir wichtig sein, Persok zu finden. 5 years for me. Must be 30-something for Itumak. 5 Jahre für mich. Für Itumak müssen das um die 30 sein. Als der Fuchs seinen Namen hört, schaut er auf. Wie läuft die Suche? Was für ein Abenteuer. Das sieht anstrengend aus. Was für ein Abenteuer. It certainly started out that way. Sie grinst müde. So hat es auf jeden Fall angefangen. It's been a long hunt. A long time away from my family. Before, I'd crossed the tundra of Nasitok following caribou herds. I didn't want to leave Kalu and our children, but I was eager to visit lands my people rarely do. But 5 years without finding him. It's like 2 hours of necking. I'm ready to be done with it. Es ist eine lange Jagd gewesen. Sie legt sich ihren Bogen zurecht, den sie über der Schulter trägt. Eine lange Zeit ohne meine Familie. Früher überquerte ich die Tundra von Nasitak auf der Spur von Kariboherden. Ich wollte Kalu und unsere Kinder nicht verlassen, aber ich war begierig, darauf Länder zu besuchen, die meine Leute sonst kaum besuchen. Aber 5 Jahre ohne ihn zu finden, sie kratzt an einer Schwiele an ihrem Mittelfinger. Ist wie 2 Stunden Knutscherei. Ich bin bereit, es abzuschließen. Wann musst du Persok denn finden? Soul recovery is an old village tradition. We call it the Tarnak Ilitsak. Once in a generation, we seek the soul of a much respected and long dead village elder. We tell him what's changed in the village, how people remember him. The only other Tarnak Ilitsak during my lifetime happened when I was a girl, not long after Persok died. We feasted on blubber and fermented milk for a week, and we honored the chosen huntress as a hero. Seelenbergung ist eine alte Dorftradition. Wir nennen es Tarnak Ilitsak. Sie seufzt. Einmal in jeder Generation suchen wir die Seele eines hochangesehenen und längst verstorbenen Dorfältesten. Wir erzählen ihm, was sich im Dorf verändert hat, wie sich die Leute an ihn erinnern. Die einzige andere Tarnak Ilitsak in meinem Leben fand statt, als ich noch ein Mädchen war, nicht lange nach Persoks Tod. Wir labten uns eine Woche lang an Walfischspeck und fermentierter Milch und dann ehrten wir die auserwählte Jägerin als Heldin. Then she left, and we returned to our duties. We still sang her name to the skies during festival season, but we otherwise didn't speak of her. Dann ist sie gegangen und wir haben uns wieder unsere Pflicht gewidmet. Wir haben ihren Namen bei Festen weiterhin in den Himmel gesungen, aber ansonsten haben wir nicht von ihr gesprochen. Aha. Sag gar nicht, ich bin mir sicher, dass die Leute sich in deinem Dorf noch an dich erinnern. Ich bin mir sicher, dass sich dein Dorf noch an dich erinnert. Die Leute vergessen oftmals, was sie nicht vor sich haben. Was ist mit dir geschehen? Nehmen wir mal die 2. Das ist nett von dir, aber ich bin nicht so zerbrechlich, dass ich meinen Namen in den Versammlungshallen gesungen hören muss. It's not being forgotten by my village that troubles me. But sometimes I wonder how my husband and children remember me. If they think of me often. Ich mache mir keine Sorgen darüber, von meinem Dorf vergessen zu werden, aber manchmal frage ich mich, ob sich mein Mann und meine Kinder an mich erinnern, ob sie oft an mich denken. Zu ihnen zurückzukehren, darauf kommt es an. Sie nickt praktisch und wahr. Still, there's no point in dwelling on it. More often I find myself wondering whether Persok will remember us. You claim to see souls. What do you think? Do you remember your past lives?
Sie seufzt. Trotzdem, es ergibt keinen Sinn, sich damit aufzuhalten. Ich frage mich öfter, ob sich Persok überhaupt an uns erinnern wird. Sie blickt dich von der Seite an. Du behauptest, Seelen zu sehen. Was glaubst du wohl? Erinnerst du dich an deine vergangenen Leben? Ich möchte nicht darüber reden. Nein, nicht eindeutig. Ja, in Fragmenten. Sie lehnt sich eine Haaresbreite näher zu dir. Wirklich? Wie fühlt sich das an? Das ist merkwürdig. Meistens fühlt es sich so an, als ob ich verrückt werden würde. Unbehaglich. Ich würde das alles gerne so schnell wie möglich vergessen. Frustrierend. Ich wünschte nur, ich wüsste mehr. Ich habe viel über mich selbst gelernt. Manche Teile mag ich, andere nicht. Sagen wir mal frustrierend. Sie lehnt sich zurück. Ich beneide dich nicht. Ich sollte mich wohl glücklich schätzen, dass ich mich nur um das vergangene Leben einer anderen Person sorgen muss. Makes me wonder what Persok remembers about our village. Or if a turn at the wheel has yanked the details out of his mind like it does for most of us.